Hallo, hier ist Hund unterwegs. Schleppleinen sind leider ab und zu notwendig. Entweder in bestimmten Bundesländern zur Brut- und Setzzeit sogar Pflicht oder für Hunde, die hier und dort auch mal lieber ihre eigenen Wege gehen. Schleppleinen sollten grundsätzlich nur an einem Geschirr befestigt werden. Am Halsband ist das Verletzungsrisiko sehr hoch. Schleppleinen gibt es in ganz unterschiedlichen Ausführungen. Je nach Einsatzgebiet und Vorlieben in unterschiedlichen Längen und Farben. Emma zieht an der Lederleine ziemlich heftig. Frauchen sollte Fußgehen mit ihr üben, dann klappt es auch so gut wie bei Luen. Durch die lange Leine abgesichert, kann der Hund die Fußgehposition nicht verlassen und dadurch lernen, nicht mehr zu ziehen und bei Fuß zu gehen. Für freilaufende Hunde mit Schleppleine in Waldgebieten sind biotane Leinen sehr gut geeignet. Sie bleiben nicht an Büschen und Bäumen hängen, hier sehr schön zu sehen. Das ging ein bisschen schnell, darum noch einmal langsamer. Hier üben wir, wieder abgesichert durch die lange Leine, das zuverlässige Kommen. Beim Training mit mehreren Hunden kann man verschiedene Farben benutzen. Allerdings ist Spielen an der Schleppleine ein absolutes Tabu. Zu groß ist das Verletzungsrisiko. Unerwünschtes Verhalten mit Schleppleinentraining abzutrainieren dauert Monate und erfordert fast endlose Geduld des Hundeführers. Aber es gibt immer wieder Situationen, wie hier mit dem Pferd, in denen Hunde hören müssen, um sich und andere nicht zu stören oder gar zu verletzen. Beim Mantrailing bleibt die Schleppleine immer in der Hand des Führers. Daher eignet sich hier eine gummierte Leine gut, da solche Schleppleinen sicher in der Hand liegen, auch wenn der Hund vor Aufregung mal zieht. Der Hund verfolgt mit seinem hervorragenden Geruchssinn die Spur des Menschen. Ein geübter Mantrailer merkt schnell, wenn er falsch ist und findet die richtige Spur wieder. Der Mensch ist gefunden, die Freude groß und die Belohnung lecker. Biotane Leinen eignen sich auch sehr gut für Wasser, da sie kein Wasser aufnehmen können und ihr Gewicht behalten. Auch beim Dummy-Training sind Schleppleinen manchmal von Vorteil. Einen sicheren Spaziergang und sehr viel Geduld beim Schleppleintraining wünscht Ihnen Ihr Hund unterwegs Team.